Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Big Farm im Landwirtschaftssimulator 22. So, wir werfen hier einen kurzen Blick auf unseren neuen Schweinestall, den wir ja gekauft und installiert haben auf unserem Hof. Und da drüben haben wir ja jetzt unseren Kuhstall. Was ich mit euch heute machen möchte, 20 Tiere haben wir. Ich möchte noch ein paar Schweinchen einkaufen. Dazu werden wir dann eben zum Händler fahren und die dann auch richtig klassisch mit dem Anhänger holen. Und da schauen wir mal ganz kurz hier rein, und zwar 20 Tiere haben wir, 450 können wir hier züchten. Ich weiß, das wird jetzt natürlich im Buschen mit dem Anhänger, ja, eine langwierige Geschichte, aber wir werden jetzt auch keine 400 Tierchen kaufen. Ihr seht ja auch oben ein bisschen, was unser Geld angeht. Da musste ich noch ein bisschen nachschieben, denn ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen was gekauft. So, bevor es jetzt aber losgeht, hat jemand in die Kommentare geschrieben bzw. gefragt, welcher Kuhstall das ist, und das ist das Kuhzuchtpaket von Lancy Boy. Aber wir schauen mal ganz kurz hier rein, weil ich war ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja den Stall jetzt hier gebaut habe. Denn es steht im Mod-Hub, dass der für 125 Tiere wäre, ist aber für 200 Tiere hier. Es handelt sich um diesen Kuhstall. 125 ist ohne Gehege bzw. Freifläche und hier mit Weidegang 200 Tiere. Und hier steht auch Lizard dabei. Naja, gut, sei es drum, auf jeden Fall Kuhzuchtpaket. Diese Mod habe ich hier installiert, und wenn wir eben dann auch da reinschauen, dann seht ihr, 200 Tiere passen hier rein. 10 haben wir. Aber jetzt wollen wir erstmal Schweinchen holen. Sudele. Und dazu steigen wir in unseren Schlepper und fahren mal zum Händler unseres Vertrauens. Denn wie gesagt, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Zum anderen werden wir der heutigen Folge loslegen, denn es ist früh am Tag und die ersten Felder sind erntereif. Gerste und Weizen, und das Stroh brauchen wir ganz, ganz dringend für unsere neuen Ställe. Und ihr seht, ich habe da zwei Anhänger schon stehen. Der eine ist unser Viehtransporter, den werden wir gleich mal anhängen. Da passen eben gerade mal genau 5 Kühe und 8 Schweinchen rein, 10 Schafe. Also das heißt, wir werden jetzt hier mal eine Fuhre holen. Aber was ich hier noch nebendran habe, und das werden wir hier nämlich jetzt einsetzen für diese Ernte. Ich habe mal spaßeshalber hier diesen Trailer TARDIS XL geholt. Der ist allerdings modifiziert und da hat die Yvonne mich draufgebracht. Den soll ich doch mal einkaufen, denn in dieses Gerät sollen 200.000 Liter reinpassen. Das Ganze modifiziert von der Oma Tanner. Gruß geht raus, und dann werden wir das Ganze mal heute antesten, wenn wir die Felder hier jetzt abernten. Okay, also das dazu. Wir fahren jetzt erstmal los und kaufen ein paar Schweinchen ein. Jo. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, wir werden dann heute auch ein bisschen mit dem Helfer arbeiten und parallel eben, weil wir ja hier auf diesem Feld hier auf der linken Seite jede Menge Stroh machen werden, werden wir eben mit dem Ladewagen das ganze Material einsammeln und dann gleich erstmal in den Schweinestall kippen und natürlich auch in den Kuhstall, auch wenn da noch nicht so viele Tiere drin sind. Der Rest kommt dann ins Fermentersilo und dann werden wir da mit Sicherheit Silage draus machen. Denn wir haben ja noch ein Feld, nämlich dann mit Weizen. Und da wird dann auf jeden Fall einiges zusammenkommen an Stroh. Und wenn wir natürlich hier mit diesem großen, großen TARDIS XL arbeiten, dann müssen wir auch nicht so häufig das Material zum Silo bringen und können dann also eben mit einem Abfahrer auch arbeiten. So. Der Johnny steht bereits am Hof an der Tankstelle, weil den musste ich erstmal reparieren. Und der muss getankt werden, so eigentlich wie auch hier der Kollege. Aber ihr seht es ja da oben, ich habe die beiden Anhänger gekauft. Dann hatten wir nur noch genau 1000 Euro, beziehungsweise auch nach der Reparatur vom Johnny waren es dann noch genau 1000 Euro. Ich habe jetzt erstmal einen kleinen Kredit aufgenommen von 50.000, so als Überbrückung, als Dispo sozusagen. Denn wir werden ja nach der Ernte hier kräftig Geld machen. Und dann können wir das auch schon gleich wieder zurückbezahlen. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Klassischerweise, glaube ich, müssen wir da jetzt irgendwie rückwärts ranfahren, damit er uns dann die Dinger dann auch einlädt. Oh Mann, das ist schon lange, lange her. Augenblick, ich muss jetzt erstmal überlegen.
So, ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal mit dem Hänger, genau, dann Tiermenü öffnen. Und dann werden wir, so, was holen wir denn? Bentheimer, aber dann schon mal ausgewachsene. So, jo, wir könnten auch Berg, ja, ne, wir nehmen mal die Bentheimer. So, und dann 8 Stück, ne? Ja, genau, 8 Stück passen rein. Kaufen, zack, bingo und, jo, da sind sie, da stehen sie. Und die bringen wir jetzt zum Hof. Jo. Ja, ja, also ist natürlich ganz klar, logischerweise jetzt am Anfang geht das alles noch, aber wenn wir dann mal wirklich 400 Schweine drin haben, dann brauchen wir den großen, großen Trailer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Tiere da reinpassen, aber definitiv deutlich mehr. Denn, aber wie gesagt, wir müssen das Ganze jetzt erstmal anschieben und erstmal zum Laufen bringen. Und dann haben wir erstmal 20, 28 Tiere und die sollen sich jetzt erstmal ordentlich vermehren. Yep. So, ich habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir uns ein bisschen auch Gedanken machen müssen über den Hof bzw. deren Erweiterung, weil ich bin jetzt nicht mehr ganz so glücklich mit der BGA, mit der Hof-BGA, wo sie steht. Also da bin ich echt am Überlegen, wie wir das Ganze dann doch umgestalten. Denn was wir definitiv brauchen, um auch die Wege etwas kürzer zu halten, ist natürlich ein Multifruchtsilo jetzt direkt am Hof. Wir nutzen ja noch das Multifruchtsilo eben, ich sag mal, am Ende der Karte. Und die Fahrerei ist da schon ganz schön ordentlich. Und da müssen wir dann mal schauen, wie wir das Ganze gestalten. Denn da, wo jetzt die BGA draufsteht, da würde ich fast dazu tendieren, dass wir dort eben, ja, unser Hofsilo dann dort pflanzen. Aber das Ganze muss natürlich so gut, ich sag mal, aufgebaut werden, dass wir dann auch mit unseren Helfern dann auch dahin kommen, weil sonst haben wir da wieder ein Problem. Und da habe ich auch schon in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also das alles muss gut überlegt werden. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, da kommen wir hier rum. Wird knapp, aber ich glaube, da müssen wir rein. So. Tiermenü öffnen und dann können wir nämlich hier die Tiere abladen. So, die Bentheimer. Genau, auswählen. In den Stall ausladen. Yep. Gut. Jo, dann würde ich doch sagen, dann lassen wir einfach den Hänger mal da stehen. Dann kontrollieren wir das Ganze nochmal. 28 Tiere sind jetzt da. Gesundheit 66%. Das passt. Okay, so, dann springen wir hier erstmal in unseren Fendt. Den tanken wir jetzt erstmal, weil der hat nämlich heute gut zu tun. Wir schauen da nämlich mal ganz kurz auf unser Kärtchen. Da haben wir nämlich das Feld hier oben. Das ist die Gerste meines Wissens. Und dann haben wir das Feld hier unten, da haben wir den Weizen drauf. Stimmt, oder? Yep. Und da haben wir dann gut zu tun, bis das Material eben vor allen Dingen auch mit dem Stroh eingeladen ist. Oh, Augenblick. Ist der schon leer? Ah, nee, da geht noch ein bisschen was. Okay, ein bisschen ist noch drin. Okay. So, da hinten haben wir das Schneidwerk. Und dann geht's aufs Feld zur Ernte. So, der gute X9 darf heute jetzt mal wieder in Aktion treten. So, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier auch rauskommen mit unserem Schneidwerk. Ist ja alles nicht ganz so, obwohl es immer so breit aussieht und so weitläufig, aber ganz so. So. Müssen wir ein bisschen ausholen, aber es müsste passen. Gut. Ach, ja gut, waschen müssen wir den auch noch. Aber das machen wir dann später. Erinnert mich so ein bisschen immer an die Bundeswehr. Da haben wir dann auch immer die Panzer gewaschen, bevor wir ins Gelände gefahren sind und dann dreckig wieder unter das Schleppdach gestellt. So. Hier können wir rein. Und dann können wir hier eigentlich irgendwo den Wagen abstellen. Sehr schön.
Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, damit der Abfahrer das Ganze nicht, oder damit der Abfahrer nicht behindert wird. Wir klappen auf. Bingo. So, dann gehen wir gleich mal hier ins Feld und fahren ein Vorgewende. So, und die Strohablage natürlich einschalten. Anschalten, sehr schön. Und dann geht's los. So, dann fahren wir zwei Vorgewände und dann geht's straight hier lang. Und dann holen wir mit dem Fendt. Ich denke, ich überlege jetzt gerade, oder heißt, nehmen wir dann doch den Messi. Weil wir müssen ja den großen Ladewagen auch ziehen. Ich glaube, das machen wir dann doch lieber mit dem Fendt. Naja, und dann holen wir mit dem Messi, holen wir natürlich dann den Anhänger. So. So, ich habe ja da links die Hörmannhalle hingestellt, zusammen mit dieser Basisstation. Die soll ja eigentlich helfen, dass dann auch die Helfer, ich glaube, präziser oder genauer fahren. Und ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, aber korrigiert mich bitte gerne, soll das auch irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen den Ertrag oder was ähnliches oder die Kosten senken für den Helfer? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall hat es mit der Basisstation irgendwas auf sich. Und was mir auch gerade einfällt, so ein bisschen, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, wir haben gar keine Bienenstöcke noch gar nicht gesetzt, die man ja also setzen sollte, wenn man Raps angesät hat. Denn beim Raps soll es ja helfen, auch hier den Ertrag zu steigern. So, den Johnny schicken wir jetzt erstmal auf die Reise. Und ich überlege gerade, wir müssen den hier rausfahren. Den hier müssen wir rausfahren, weil da kommt dann das Stroh gleich rein. So, dann würde ich doch sagen, dann packen wir den Anhänger erstmal dahin. Wir haben hier genügend Platz. So. Der muss auch weg. Dann können wir aber auch gleich den wieder reinpacken, den Anhänger, den Fliegel. So. Und dann holen wir hier uns den Ladewagen raus. Und dann hat sich die Sache sozusagen entschieden. Wir werden dann mit dem Fendt eben das Stroh einsammeln. So, wie weit sind wir denn? Oh, 73, okay. Dann holen wir mal damit den neuen Anhänger. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze verhält, wenn wir hier zum ersten Mal abtanken. Liter. Naja. Okay, wir werden es mal probieren, mal schauen. Ich meine, im Prinzip hat das natürlich schon was hier für die XXL-Farm beziehungsweise unser Big-Farm-Projekt, wenn wir natürlich hier den großen, großen Anhänger nehmen. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich bin natürlich da immer ein bisschen so zwiegespalten, denn wir wollen das ja schon einigermaßen realistisch spielen. Natürlich hilft uns das extrem, wenn wir eben nicht immer nach 40.000 hier mit 40.000 Litern dann eben wieder ja zum Hofsilo bzw. zum Multifruchtsilo fahren müssen. Aber wir sind ja für alles offen. Oh ja, da haben wir schon den vollen Korntank. Und deswegen probieren wir das gerne mal aus.
und können hier schon mal abtanken. Also da steht jetzt 0, okay. Ja, den gibt es dann auch ohne die Erweiterung oben mit 150.000. Aber ich habe mir gedacht, wenn dann schon, machen wir es richtig. Okay. Ja, die Prozentzahl geht überhaupt nicht. Alles klar, Oma Tana. Wunderbar. So. 10.000 bei 5%, also das heißt 200.000 passen hier rein. Insofern haben wir alles richtig gemacht, was den Mod angeht. So, okay. Dann fahren wir jetzt mal mit ihm hier los. Und werden jetzt ein bisschen hier einsammeln Stroh. Und das Ganze machen wir erstmal in einem kleinen Zeitraffer. Also, wir sehen uns gleich wieder in 2 bis 3 Minuten. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are real. Don't be ignored, go ask for more, go ask.
So, da sind wir also. Das Feld ist abgeerntet und wir überladen das letzte Mal die Gerste hier in unseren Lizard. Augenblick. Wie kann er nicht voll sein, oder? Na, okay, passt nicht ganz. Okay. So, wir schauen mal ganz kurz. 131.000 Liter und 66%. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Zack, zack. Jo, der Johnny ist leer. Dann packen wir erstmal ein bisschen zusammen, stellen ihn zur Seite. So, stopp. Gut, und dann können wir den nämlich langsam dann rüberbringen zum anderen Feld. Aber wir werden jetzt erstmal hier das Material. 132.000, ja, da hat die Mod nicht zu viel versprochen. Also da passt schon einiges rein und macht es natürlich einfacher, wenn man hier nur einmal fahren muss, um hier eben jeweils abzutanken und muss nicht zwischendurch zum Silo. Wir fahren jetzt ganz kurz mal zu den Schweinchen, werden ein bisschen von dem Material hier in die Fütterungsautomatik in dem Schweinestall reinwerfen. So. Bingo. Müssen wir mal schauen, dass wir aber nicht zu viel einwerfen, weil wie gesagt, so viele Tierchen haben wir ja gar nicht. So, das kommt dann da hinten rein und dann wird das Ganze gemischt. Okay, mal kurz schauen. Zack, 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 zack. Bei den Schweinchen. Gesamtkapazität, okay. Basisfutter, Getreide 25. Naja, wir werden da jetzt ein bisschen was reinkippen. 132. So. Da haben wir jetzt Material reingeworfen. 17.000, das sollte eigentlich reichen erstmal. Und dann bringen wir den Rest hier jetzt zu unserem Silo. Verkauft wird natürlich erst wieder im Winter, wenn es den höchsten Preis gibt. So, in der Zwischenzeit habe ich schon mal die BGA auch angeworfen, weil wir haben über 80.000 Liter Silage in unserem Fermenter-Silo. Und da wir ja unbedingt ein bisschen Geld machen müssen, habe ich jetzt hier, wie gesagt, die Produktion angeworfen und da werden wir dann ein bisschen Geld machen. Es liegen ja auch noch ein paar Silageballen rum von, ihr erinnert euch, dem Auftrag, den wir hier hatten auf Feld Nummer 16, die Grasernte mit dem Göweil-Maschinen, mit dem Göweil-Wickler, der mir richtig Spaß gemacht hat. Also das ist eine richtig feine Sache. Ich glaube, das werden wir definitiv auch auf der anderen Map, nämlich unserer wunderschönen Alpen-Map Neu-Mini-Brunn, auch machen. Und wenn ihr da nämlich das letzte Mal reingeschaltet habt, habt ihr bestimmt auch gesehen, ja, auch da habe ich diesen Schweinestall jetzt verbaut, denn wir haben dort einen Hofumbau gemacht, haben jetzt dort in Neu-Mini-Brunn auf unserem Hof ein bisschen erweitert, auch noch eine Halle und ein Schleppdach hinzugefügt und eben diesen Schweinestall, den wir jetzt auch hier auf diesem Hof haben. Yep. Ich finde ihn einfach gut, der gefällt mir, der ist praktisch praktikabel und da passen auch jede Menge Tierchen rein. Da können wir also richtig jetzt Viehzucht betreiben, genauso wie hier auf dieser wunderschönen Map. Also schaut doch einfach mal rein, die Alpenmap, auch da geht es jetzt weiter. Neu-Mini-Brunn, da werden wir jetzt auch bald in die Ernte gehen und werden dort auch mit kleineren, mittleren Maschinen arbeiten und da mal ein schönes Grasfeld. Da werden wir auch mit diesen neuen Gerätschaften aus dem letzten DLC arbeiten, wo wir dann eben in der Bergwelt hier entsprechende Graswirtschaft, Heuwirtschaft und so weiter machen werden. So, wir sind am Silo gleich und werden jetzt unsere Ernte hier abkippen. Und dann geht es mit dem Drescher rüber aufs Getreidefeld und dann geht es weiter mit der Ernte. Denn wie gesagt, wir haben ja gut hier zu tun auf unserem schönen Big Farm Projekt. So, hier wird abgeladen. Bingo. Und damit hätten wir die ganze Sache für heute auch schon mal wieder erledigt. Ich sage recht herzlichen Dank. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier bei unserem Projekt. Und wie gesagt, dieser Mod hat es in sich. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Über 100.000 haben wir da jetzt abgekippt. 120.000. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wollt keine Folge zukünftig verpassen, würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Auch Kommentare und ein Like sind immer gerne gesehen. Ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei uns auf der Big Farm.